yeah, Elektrostadt. Mein Vater hat das Video zu dem Perfboard gesehen und er fand es an sich super, nur er hätte halt sehr, sehr gerne auch ein paar Hinweise darauf gehabt, was ich da eigentlich tue. Gut, hey Papa, ich habe dir vor ungefähr 25 Jahren meine beste Zange geklaut und dafür kriegst du jetzt ein Video mit ein paar Hinweisen dazu, wie es geht. Trotzdem, meine Nase bleibt im Intro, auch wenn du das nicht so doll findest. Der Anfang jedes Bastelprojekts, bei dem eine Lochrasterplatine am Ende rauskommen soll, ist das gute alte Breadboard oder auch lötfreies Steckbrett genannt. So ein Ding hier, das Teil, das wir hier sehen, ist eine relativ einfache Bestückung, da ist so gut wie gar nichts drauf. Und warum? Nämlich, weil ich für das Projekt, das wir gleich sehen werden, hier schon alles rausgerupft habe. Das war ja mal aufgebaut, jetzt nicht mehr. Das sah vorher ungefähr so aus wie das hier. Genau. Ich habe es halt runtergerissen, als ich die Platine fertig hatte und wie wir da hingekommen sind. Das zeige ich euch jetzt als nächstes. Nachdem man einen Breadboard-Aufbau gemacht hat, ist der zweite Schritt ein Schaltplan. Ganz einfach deswegen, wenn man wissen will, ob die Schaltung, die man da hat, überhaupt funktioniert, wie sie funktioniert, welche Teile man braucht. Und dafür schnappt man sich den Breadboard-Aufbau und eine Software wie das berüchtigte Eagle von Cutsoft. Davon gibt es eine kostenlose Version für Hobbyanwender, die halt nur in der Platinengröße beschränkt ist. Und man macht sich dann einfach einen Schaltplan, auf dem man gut sieht, welche Teile man benötigt. Da kann man sich auch gleich eine Stückliste daraus generieren lassen. Mit der geht man dann zum Elektronikdealer seines Vertrauens und holt sich einfach die ganzen Teile, die am Film. Nachdem man sich den Schaltplan gemacht hat, geht es weiter mit den zwei wichtigsten Freunden des Platinenlayouters. Für das Platinenlayout braucht man nämlich Papier und einen Bleistift. Sowas sieht am Anfang immer, ungefähr so aus. Und da steckt eigentlich die meiste Arbeit drin. Ganz ehrlich, bei dem Teil, wo wir jetzt auch diese Filmaufnahmen sehen, habe ich ungefähr 2,5 Stunden lang gebraucht, um die Platine zusammenzulöten, habe aber 3 Stunden an meinem Platinenlayout gesessen. Mit ein bisschen Übung geht das bestimmt besser, aber die fehlt mir halt im Moment einfach noch und deswegen dauert es ein bisschen länger. Ist noch nicht so schlimm, macht nämlich auch einen halben Spaß. Man könnte mit Sicherheit auch Software dafür verwenden und sei es bloß ein CAD-Programm oder Visio oder irgendwie so ein Krempel, aber irgendwie dieses mechanische Arbeiten mit dem Bleistift und dem Radiergummi macht mir persönlich mehr Spaß. Wenn man den Platinenaufbau erstmal auf Papier hat, ist der nächste ganz wichtige Schritt der, dass man sich daraus etwas macht, was man als Vorlage beim Basteln benutzen kann. Vorlage beim Basteln bedeutet, man scannt die Bleistiftzeichnung oder macht ein Digitalkamerafoto, irgendwas in der Richtung. Und diese eingescannten Unterlagen nimmt man und spiegelt sie in seinem Lieblingsbildbearbeitungsprogramm, GIMP, Photoshop, was auch immer ihr habt. Und druckt beides untereinander auf ein Stück Papier. Das sieht ungefähr so aus. Der Vorteil davon ist, man hat jetzt die Vorderseite, womit man es normalerweise geplant hat. Die meisten Leute denken von der Seite aus, wo die Chips sind. Und man hat die Rückseite, auf der die Leiterbahnen verlaufen, beide jeweils so vor sich liegen, wie man sie sieht, wenn man die Platine vor sich liegen hat beim Löten. Das ist ein riesengroßer Vorteil, weil während man beim Bestücken der Chips noch von der Vorderseite denkt, muss man ansonsten spiegelverkehrt denken. Ist auch schwierig, wenn man dann anfängt, die einzelnen Lochrasterpositionen auszuzählen. Ganz wichtiger Hinweis für das Platinenlayout, Karo-Papier verwenden. Und jede von diesen Karo-Papierkreuzungen entspricht exakt einem Loch auf der Lochrasterplatine. Schaut euch also beim Zeichnen ganz genau die Bauteile, die ihr verwenden wollt, an und schaut, wie die Abstände sind. Das kann nämlich sonst ganz großes Problem geben, wenn ihr diese blöde Zeichnung gemacht habt und dann alles lötet und dann hinterher, so wie ich neulich bei meinem LED-Controllerboard, merkt, dass so ein Transistor vielleicht doch ein bisschen breiter ist als eine solche Bahn. Ganz blödes Ding. So, wir haben jetzt unser Layout vor uns liegen und der nächste Schritt ist, dass wir die Platine zurechtbasteln müssen. Dafür nehmen wir so eine ganz normale Lochrasterplatine und ein Teppichmesser und man ritzt einfach die Lochrasterplatine entlang der Löcher, das geht schon tak 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 tak, so lange ein, bis man da so halbwegs eine Kabel reingeflext hat und dann kann man die Platine einfach nehmen und abbrechen.
Hier im Video sieht man es jetzt freihändig. Das ist ein bisschen mutig. Sehr viel besser, als wenn man es an die Tischkante legt. Konnte ich hier bloß nicht machen, weil die Kamera im Weg war. Wenn man eine Platine zusammengebaut hat, ist der nächste Schritt das, was man beim Kochen auch machen sollte, die Mise en Place. Will so viel heißen wie, wir suchen uns unsere ganzen Bauteile raus, die wir brauchen, und tun sie schon mal alle in eine kleine Schüssel. Ich nehme mir diese wunderbaren kleinen Untersetzer von den Blumentöpfen meiner Frau. Und dann hat man alles schon mal zur Hand. Wenn man nämlich gerade am Löten ist und das ganze Zeug auf dem Tisch liegt und man irgendwie heiße Sachen hat, ist es unglaublich lästig, wenn man noch Teile suchen muss. Deswegen vorher alles zusammensuchen, rein damit. Wenn man sich so ein bisschen unsicher ist bei manchen Bauteilen, zum Beispiel bei den Widerständen, ja, ob man tatsächlich auf dem Tütchen das Richtige stehen hat, man diese Farbcodes nicht lesen kann, beste Sache ist einfach mal das Multimeter nehmen und durchmessen. Sicherheitshalber. Ja. Bei der Platine, die wir hier im Bau sehen, durfte ich am Ende die ganzen 47 Ohm Widerstände, die ich eingelötet habe, nämlich durch die korrekten 47 Kilo Ohm Widerstände ersetzen, wenn ich es alle durchgemessen hätte und nicht nur dieses 1K umdrehen, wäre das nicht passiert. Nachdem wir alles vorbereitet haben und unsere Platine vor uns liegt, ist das erste, was wir machen, dass wir erstmal flache Bauteile einbauen. Da bieten sich beispielsweise Chipsockel an, Widerstände sind gut, kleine Keramikkondensatoren sind auch prima. Der Hintergrund ist einfach, diese flachen Bauteile kann man reinlöten und man kann hinterher die Platine immer noch vernünftig einfach auf den Tisch legen. Wenn man erst die hohen Sachen einlöten würde, also Elektrolytkondensatoren, irgendwelche Stecker, aufrecht stehende Widerstände, würde die Platine auf dem Tisch die ganze Zeit hin und her wackeln, das ist total kacke, will man nicht haben. Deswegen erstmal die flachen Bauteile einlöten und dann kann man das Teil noch vernünftig bearbeiten. Nach den flachen Bauteilen kommen die Drahtverbindungen. Drahtverbindungen sind einfach nur die Leitungen auf der Platine. Und von denen haben wir zwei verschiedene Sorten. Das eine sind welche, die ich immer sehr, sehr gerne mit diesem einfachen verzinnten Kupferdraht mache. Die funktionieren so. Ich habe vorher mein Bauteil eingelötet, wo ich irgendwas verbinden will. Dann nehme ich so einen verzinnten Kupferdraht, halte den mit zwei Zangen ein Stück fest, ziehe mal gerade. Und dann gehe ich einfach an den Pin, wo der Kupferdraht dran soll, mache da das Lötzinn noch mal ein bisschen heiß, schiebe einfach nur den Kupferdraht dran, Lötkolben weg, fest. Danach biege ich mir das Teil so zurecht, dass es den richtigen Weg auf der Platine nimmt, gegebenenfalls hier und da mal mit einem Lötzinnpunkt irgendwo auch festmachen, bis ich dann an der Stelle bin, wo es letztendlich hin soll. Da knipse ich es auf die richtige Länge ab, drücke es runter, Lötkolben dran, festmachen, fertig. Das hört sich einfacher an, als es ist. Braucht ein bisschen Übung, man wird eine Zeit lang brauchen, bis die Leitung tatsächlich so werden, wie man es haben will, aber glaubt mir, man kriegt es hin. Bisschen Geduld, dann geht es. Man hat allerdings nicht nur die Leitungen, die unten auf der Platine laufen. Das sind die einfachen, die machen wir mit dem Silberdraht. Wir haben dann teilweise auch Situationen, wo einfach in unserem Schaltplan, in unserem Layout, wir es nicht geschafft haben, das Kreuzen von Leitungen zu vermeiden. Das wäre natürlich eine blöde Idee, wenn man an der Stelle so den nicht isolierten, verzinnten Draht da einfach aneinander legt, gibt logischerweise ein Kurzen. Da hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Meine persönliche Lieblingsmethode, um vorzugehen, ist jetzt die, dass ich mir aus isoliertem Draht eine Drahtbrücke baue, die genau die Länge hat von dem Teil, den ich irgendwie überbrücken will. Die stecke ich von der oberen Seite rein, so wie ich es vorher schon mit den Widerständen und dem ganzen Kram gemacht habe, verlöte sie unten, sodass ich gewissermaßen einen Teil oben lang führe. Das mache ich deswegen mit isolierten Kabeln, weil man dann auf der Oberseite, die man normalerweise vor sich sieht, wenn man das Ding so von oben überprüft, isolierte Kabel hat, die auch durch Farbe was anzeigen können. Ich nehme zum Beispiel schwarze Kabel für Masseleitungen, rote für 5 Volt, so ein Zeug. Man könnte alternativ auch wirklich Drahtbrücken verwenden, also einen nicht isolierten Draht, den man so reinsteckt. Und ich habe auch schon gesehen, wie von unten ein isoliertes Stück Draht verlötet wurde, so fast SMD-mäßig schon. Das letzte finde ich aber ehrlich gesagt total hässlich, weil sowas macht er. Am besten ist es meiner Meinung nach, wenn man die Jumperbrücken umlegt. Letzter Schritt, wir haben alles fertig, alles ist gut. Was brauchen wir jetzt? Die Prüfung, ob es passt. Dafür schnappen wir uns unser schönes Multimeter und messen einfach mal nach an den Stellen, ob es passt, ob die Widerstände richtig sind, ob wir
zwischen plus 5 Volt und Masse eventuell einen Kurzschluss haben. Es geht ganz einfach, geht man auf den Ohmbereich bis zwischen plus 5 Volt und Masse und schaut, ob da ein schön hoher Widerstand ist. Wenn da irgendwas von 5 oder 6 Ohm steht, dann habt ihr euch einen kurzen gebaut, das wollt ihr nicht haben. Man kann eventuell mal mit dem Oszilloskop beigehen, also Strom dran geben, Oszilloskop dran, wenn man eine Schaltung hat, wo da irgendwas sichtbar wäre. Und dann hilft nur noch eins. Dann muss man hingehen und muss fertig schalten. Ja, Profit! Ein letzter Hinweis noch. Es gehen immer Dinge schief. Immer. Wenn ihr so eine Platine baut, dann werdet ihr, egal wie gut ihr geplant habt, immer feststellen, dass irgendein Bauteil breiter ist, als ihr gedacht habt, nicht richtig reinpasst. Ihr werdet merken, dass ihr die falschen Widerstände benutzt habt. Ihr werdet merken, dass ihr eine falsche Drahtbrücke gelötet habt. Irgendwas in der Richtung. Es passiert immer. Es passiert jedem. Egal wie profimäßig irgendjemand ist, immer. Was ihr dafür braucht, ist ein bisschen Geduld. Ihr dürft einfach nicht sofort aufgeben. Ihr braucht ein bisschen Entlötlitze, um gegebenenfalls auch einfach mal einen Teil wieder rauszulöten. Und ihr braucht so eine, naja, wird schon irgendwie Genhaltung, bei der ihr notfalls dann halt auch mal eine nicht so schöne Drahtbrücke irgendwo langlegt oder halt einfach mal zwei Stellen mit Litzenkabel verbindet, weil, mein Gott, es war kein Platz mehr da. Davon dürft ihr euch nicht irgendwie aus dem Konzept bringen lassen. Das ist einfach so, das ist normal und das wird auch nie besser werden. Naja, vielleicht wird es bei anderen Leuten besser, aber nicht bei mir, ich bin kaputt. Wunderbar, euer Projekt passt. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen was gelernt. Ihr fand es irgendwie interessant, was ich euch hier gezeigt habe. Und bitte, ja, mit Zucker oben drauf, schreibt doch auch mal ein paar Kommentare bei YouTube dazu. Macht irgendwie kein Mensch, ich weiß nicht warum. Keiner schreibt Kommentare. Ich hätte gerne welche, schreibt welche. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bye.